Wir sind die Familie Weigl aus Ipsitz. Wir haben zwei Kinder, die Franziska und den Daniel. Wir wirtschaften damit insgesamt 26 Hektar Grünland, 10 Hektar Wald und 8 Hektar Grünland haben wir noch dazu gebracht. Wir sind schon seit über 25 Jahren ein Biobetrieb. Der Ablauf von Kasen funktioniert so. Nach dem Mögen in der Früh mit der frischen Rohmilch fahren wir runter in unsere Kaserei und dann wird die Milch in unser Herzstück, in den Käsekessel reingepumpt und dann wird die Milch auf 27 Grad einmal erwärmt. Dann kommt die Kultur dazu und dann wird die Milch angesäuert. Dann wird das Lab dazu da, dass die Milch stockt. Die Galerte wird geschnitten mit der Käsehafe in kleine Stücke und dann sieht man schon ganz leicht, dass sie der Käsebruch und die Molke voneinander trennt. Dann wird regelmäßig der Käsebruch gerührt, dass er sich nicht zusammenpickt in der Molke. Dann wird der Bruch gewaschen mit Wasser, dass die Milchsäure geringer wird und weiter erhitzt auf 42 Grad, bis das dann so anfüllen wird. Das wird in ein Becken angefüllt und dann in die Laibe zugeschnitten und in die Formen wird der dann Kast dann eingepresst, dass er eben die runde Form kriegt. Dann kommt er raus und eben in den Reiferaum auf die Bräder hergelegt, wo er täglich dann gewendet und geschmiert wird. Man kennt das, wenn man wo ist, irgendwo beim Käsekosten und so, fragen sie, wo wird er produziert, wo kommt er her, was ist dabei, was dann mal rein. Und ja, schon schön, wenn man sieht, wenn die Leute den Käse durchgekosten und die kennen da viel, die was abbeißen und man sieht, dass er schmeckt. Die Leute sind recht zufrieden und die sagen, das ist super, wenn wir sowas machen, wenn man einen Käse in unserer Region kriegt. Weil gerade ein Käse ist bei uns nicht so leicht zum Krank und man hört recht gute Rückmeldungen, dass er gut ist und dass einer das taugt, wenn sie eben sowas für die Bauern kaufen können.